es in deinen wundervollen Augen zu sehen. Ja, die Stunden vergehen. Ich genieße dein Strahlen. Die Urlaub auf Ibiza. Zock und crazy as Ibiza. Und ich spüre, dass es wahr ist. Ich spüre, dass es echt ist. Du bist alles für mich, denn du machst mich glücklich. Du bist die tollste Frau, das weiß ich, das weiß ich genau. Das weiß ich genau. Denn ohne dich werde ich auch geschmiert sein. Ohne dich ist mir nichts beschissen. Ohne dich würde ich dich vermissen. Ohne dich, ohne dich, ohne dich. Ich kann will nicht ohne dich. Check. Wir fangen jetzt gleich an und das war aber ein Vorgeschmack auf das Ende, also gerne lange bleiben. Ich begrüße Clocks on Canvas. Am Ostermontag. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute auch hier in Korbach ein deutliches Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine und wir wollen für den Frieden einstehen. Das machen wir heute mit ein paar Reden, aber auch mit ganz viel Musik. Das haben Sie, das habt ihr schon gehört. Plan B ist heute dabei und Clocks on Canvas. Und eine Cellistin ist dabei. Maria, hören wir nachher auch. Ja, wir fangen an und es geht weiter mit Musik. Jeden Tag in den Bildern, was es bedeutet, Krieg mitten in Europa. Zahlreiche Städte sind zerstört, werden dem Erdboden gleichgemacht. Viele tausend Menschen
sind gestorben und werden noch sterben. Viel mehr sind noch verwundet und verletzt. Und wir erleben die größte Flüchtlingskrise nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa. Und das Schlimme ist, es wird weitergehen. Die russischen Streitkräfte bereiten sich jetzt auf die nächste Offensive vor. Und ja, es werden weiterhin Menschen sterben und wir werden eine Situation erleben, dass wir als Abnutzungskrieg sehen werden. Das klingt so hart. Dann sterben Menschen und wir können wenig tun. Uns. Ein Stück weit der Ohnmacht ist ja spürbar, wie jedem Einzelnen, weil man, wenn man den Fernseher anschaltet, das Gefühl hat, man kann nichts verändern. Ja, so ein bisschen schon. Das sind zum einen die Sanktionen, die wirken. Ja, sie brauchen ihre Zeit, ja, sie treffen auch uns. Aber den Weg müssen wir konsequent gehen, um deutlich zu machen, dass die freie westliche Welt auch andere Antworten kennt als nur den Krieg. Sollen wir Waffen liefern? Vielleicht. Das muss jeder für sich selbst vielleicht auch beantworten, ob das der richtige Weg ist. Was wir aber ganz sicher machen können, ist Solidarität zeigen, uns kümmern. Und das machen sehr viele Menschen. Das ist sehr beeindruckend, das aufzunehmen. Das sind nicht nur Spendenaktionen, es haben sich viele Gruppen in Deutschland, in Europa gebildet, die selbstlos sich auf den Weg gemacht haben, Hilfe zu leisten, Busse, LKWs gepackt haben, sind zur Grenze gefahren, haben Hilfstransporte organisiert und auf dem Rückweg die Menschen mit zurückgenommen. Vorurteilen, dass wir vor allem auch Danke sagen an alle Menschen, die sich einbringen, die Solidarität zeigen, die ihr Geld spenden, ihren Wohnraum zur Verfügung stellen und sich um die Mitmenschen kümmern. Das macht Mut, das macht Hoffnung auf eine bessere Zeit. Vielen Dank. Verdeutlichen, wir sind ein Landkreis, der ist politisch schwach. Wir akzeptieren hier keine Rechtsextremen oder Gewalttätigen oder wie auch immer Straftäterinnen und Straftäter, sondern wir sind wach und wir wehren uns. Und nach innen sollen unsere Schilder verdeutlichen, wenn wieder etwas passiert, wie der Mord an Walter Lübcke, wie der Mord in Halle und so weiter, der Mord in Hanau, dann können wir uns nicht ausreden und sagen, okay, Mist, das geht uns nicht an, sondern dann müssen wir was tun, wenn wir diesen Namen ernst nehmen. Dankeschön. Ich bin heute aus zwei Gründen hier und wollte unbedingt was sagen, denn ich beschäftige mich auch seit relativ langer Zeit mit Atomwaffen, habe dazu einiges veröffentlicht, forsche dazu an der Uni Marburg bei Professor Zimmermann. Und dieses Thema, ich musste immer dafür kämpfen, dass es wahrgenommen wird. Ich tingle durch die Schulen und sage, Leute, ihr müsst euch mit dem Thema Atomwaffen, nicht Atomkraft, das ist ein wichtiges Thema, aber Atomwaffen beschäftigen. Und oft hatte ich mit, man sagt das, mit der Aufmerksamkeitsdiffusion zu tun, dass die Leute sagen, ja klar, ist ein wichtiges Thema, aber es gibt auch noch zig andere wichtige Themen. Thank you.
überlegt, was eint uns als Grünen, also die wir Grünen sind, was eint uns. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht das Ehrfurcht vor dem Leben. Also nicht nur vor dem menschlichen Leben, sondern auch vor Tieren, vor Pflanzen. Wir wollen Pflanzen schützen, Bäume schützen. Wir wollen Tiere schützen. Wir wollen auch Menschen schützen. Also Ehrfurcht vor dem Leben. Ich finde es gut, dass hier, also ich lese Region gegen Rassismus. Black Lives Matter. Ukrainian Lives Matter. Russian Lives Matter.